Der einzige Grund, warum Gefühle bei uns bleiben, die wir nicht haben wollen, ja, wie depressive Gedanken, wie Ablehnung, wie Angst, wie Sorgen, diese Gefühle bleiben nur bei uns, weil wir im Widerstand gegen diese Emotionen sind. Was wir damit machen, ist, das Gefühl zu ignorieren, und wir versuchen, gerade jetzt durch diese Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, es positiv zu machen. Wir versuchen, nicht dieses negative Gefühl zu fühlen und oft auch krampfhaft einfach positiv zu denken. Und damit geben wir diesem Gefühl keinen Respekt und auch nicht die Wertschätzung, weil alle Gefühle, die da sind, sind da. Wir verurteilen sie. Ich verurteile sie auch. Ich will mich auch nicht schlecht fühlen. Ich will mich auch nicht abgelehnt fühlen. Oder auch als Mutter will ich mich nicht fühlen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder Schuldgefühle. Und wenn ich die aber nicht fühlen will, sind die da. Die gehen nicht einfach weg. Damit ignoriere ich den aktuellen Moment, der da ist. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Schuldgefühle habe gegenüber meinen Kindern, weil ich Fertigpizza im Ofen habe und nicht was Gesundes gemacht habe, dann lasse ich dieses Schuldgefühl da sein. Ich erlaube ihm und gebe ihm Raum, dass es da sein darf. Das ist jetzt der Punkt, wo ganz viele schon aufhören und sagen, nein, weil Schuldgefühle sind schlecht, weil Schuldgefühle ziehen mich runter. Und dann sind wir wieder im Widerstand gegen das Gefühl und es ist trotzdem da. Du kannst Energie nicht fälschen, du kannst die Energie nicht belügen. Wenn die Energie in deinem Körper fließt, dann ist sie da. Man kann keine Energie ignorieren, die durch unseren Körper fließt. Egal wie sehr wir sie verurteilen oder ignorieren, sie ist da. Ignoriere die Energie dieser Emotion nicht, fühle sie. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel von meinem Herzen, ganz viel Unterstützung, ganz viel Liebe und ganz viel Kraft, dass du es schaffst, die Emotionen zuzulassen und nicht mehr dagegen zu kämpfen.